Ja, moin. Herzlich willkommen. Nein, ich freue mich, dass ich hier sein darf im ARD Hansestadt Studio. Also ich finde es sehr beeindruckend, dass mir hier gleich so eine Schreibtischkulisse hingestellt wurde. Ich sollte mich eigentlich hinter den Schreibtisch stellen, aber ich mache das so wie in der Uni, wenn die ganzen Leute immer hinten sitzen, dann kommt der Professor auch immer nach vorne und nervt die Leute. Deswegen bleibe ich hier einfach mal stehen. Ich wollte euch mal ein paar Tipps und Tricks geben für Due Diligences und Datenraumgestaltung bei Finanzierungsrunden und Exits. Das hört sich ziemlich trocken an, ist aber eigentlich so ein Ding, was, wenn ihr im Unternehmen steckt und da ein bisschen den ganzen Laden vorantreibt, ein Thema, an dem ihr früher oder später mal irgendwann vorbeikommen werdet. Zu meiner Person, ich bin von Hause aus Vertragsdesigner, also Anwalt. Habe so ein paar Jahre in der Großkanzlei das M&A-Geschäft gemacht für Private Equity Fonds. Bin jetzt mal in eigener Kanzlei unterwegs, mache auch sehr viel mit Startups zusammen. Habe also einmal die Finanzierersicht kennengelernt, aber auch die Unternehmenssicht oder die Geldsammelsicht. Und deswegen fühle ich mich erstmal berufen, mir ein bisschen zu dem Thema zu referieren. Wie ist die Ausgangssituation? Wie sieht so ein Unternehmer sein Unternehmen? Ungefähr so. Also man steckt drin in der Materie, man kennt da jeden Winkel, man weiß, wo die Leichen liegen oder auch nicht. Und man denkt, das ist ja eigentlich alles plain vanilla, man kann das doch gut darstellen. Warum versteht dann das der liebe Investor nicht? Ne? So ein Investor, der sieht das Unternehmen ungefähr so. Er hat quasi die Katze im Sack, sieht von außen so ein bisschen was, so eine schöne PowerPoint-Präsentation oder Management-Präsentation oder das Pitch-Deck, wie es so schön heißt, ganz toll und flashy. Aber so richtig weiß er auch nicht, was da drin steckt in diesem Unternehmen. Deswegen, macht er oder verlangt er oder will er eine Due Diligence durchführen. Das heißt, eine sorgfältige Unternehmensprüfung. Und um diesen Sack mit der Katze mit ein bisschen Licht zu füllen und sich diese PowerPoint-Präsentation und das Pitch-Deck so ein bisschen mit Leben füllen zu lassen. So ist, glaube ich, richtig. Da gibt es verschiedene Arten von Due Diligences, je nachdem, was das so für ein Finanzierungsumfang ist. Also wenn ihr eine kleine Finanzierungsrunde habt, dann von, was weiß ich, 50.000 bis 100.000 Euro, dann ist vielleicht der Aufwand, den der Investor betreibt, dort das Unternehmen zu prüfen, eher kleiner, als wenn er das Unternehmen gleich kaufen will und mal 10 Millionen auf den Tisch legt. Das versteht sich von selbst. Also es gibt kleinere, aber auch größere Due Diligence ist also Prüfung. Was ist eine Due Diligence? Der Investor, der fragt das Unternehmen, legt mir doch bitte mal Unterlagen vor über das Unternehmen oder über bestimmte Sachverhalte, die er dann evaluiert, um eine Risikoabwägung treffen zu können. Möchte ich jetzt investieren, möchte ich jetzt nicht investieren oder zu welchen Bedingungen und so weiter, ne? Weil er eben das Unternehmen nicht kennt. Wie reagiert man auf so eine Due Diligence-Anfrage oder was ist der typische Weg? Man erstellt einen Datenraum. Das war früher tatsächlich ein Raum mit was weiß ich, 40 Leitsordnern bei einer großen Firma, wo dann irgendwelche armen Berater reingesperrt wurden für eine Woche. Die durften sich dann unter Unterschreiben von irgendwelchen Vertraulichkeitserklärungen da in diesem Datenraum wirklich bewegen und alles auswerten. Heute sind wir einen Schritt weiter, sind in der digitalen Welt angekommen. Meistens ist das, es gibt also Datenraumprovider, wo eigentlich die ganzen Dokumente, die man prüfen möchte, online gestellt werden oder wenn es im kleineren Rahmen funktioniert, ist es häufig auch mal eine Dropbox, wo dann einfach alles reingepackt wird und das als Datenraum deklariert wird. Und da sind wir nämlich genau beim Thema. Dieser Datenraum ist ein Teil der Visitenkarte des Unternehmens, was ihr gegenüber dem Investor abgibt. Ihr habt eine tolle Management-Präsentation gemacht, eine super PowerPoint-Präsentation oder wie auch immer, mit tollen Slides, ein super Pitch-Deck hingelegt. Ihr macht einen super tollen Eindruck, seid super angezogen. Aber ein weiterer Baustein ist eben dieser Datenraum, wie ihr diese Anfragen von dem Investor präsentiert. Da gilt so ein bisschen der Grundsatz, man kann als Unternehmen revolutionär am Produkt sein. Da kann man hip und flippig sein, das ist gut, aber wenn es wirklich ums Geld geht, dann sind eher so die konservativen Tugenden doch ein bisschen mehr gefragt. So ein Datenraum sieht häufig so aus, man mag es nicht glauben. Also es ist eine Datenhalde, ich sprach gerade von Dropbox, der Name kommt nicht von ungefähr, es ist eine Box, wo man alles reindroppt. Ne?
Das geht natürlich auch. Man findet hier irgendwann auch irgendwas. Ne? Aber wenn man das mal ins Verhältnis setzt zu der tollen PowerPoint-Präsentation und dem tollen Pitch-Deck, schwingt so unterschwellig so ein bisschen was mit, Mensch, sind die wirklich so gut sortiert oder nicht. Ne? Schicker ist es natürlich, sowas zu haben. Was kommt als nächstes? Häufig ist es ja so, oder leider ist es häufig so, die Unternehmer fangen an, den Datenraum zu erstellen, wenn danach gefragt wird. Also wenn die Due Diligence-Prüfung anfängt, dann kommt da so eine Anfragenliste, das sind so, was weiß ich, 20 Seiten mit irgendwelchen Dokumenten, wenn es eine große ist, die angefordert wird. Und dann fängt man so hektisch an, diesen Datenraum vorzubereiten. Das ist natürlich sehr ungünstig, weil in diesem Finanzierungsprozess, das ist für den Mensch, der das betreut, was meistens der Geschäftsführer ist oder jemand in leitender Funktion, eine extrem stressige Zeit. Das ist ein Fulltime-Job. Man muss sich um alle möglichen Dinge kümmern und die Erstellung des Datenraums ist so ein notwendiges Übel, was immer so schnell nebenbei läuft. Das kann man auch nicht so wirklich delegieren, weil meistens steckt der Geschäftsführer oder der Inhaber, der Gründer am ehesten in der Materie und weiß auch, wo in seinem Wust da die Unterlagen sind, muss die zusammen kopieren und dergleichen mehr. Also der große Grundsatz ist, bitte, 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 fangt an, diesen Datenraum möglichst frühzeitig zu erstellen. Also auch wenn noch eine Finanzierungsrunde noch gar nicht ansteht, aber irgendwo auf dem Weg dahin oder relativ frühzeitig und nicht erst, wenn der Investor danach fragt, macht das als laufende Archivierung. Was ist so ein Datenraum? Also ich spreche jetzt quasi von der rechtlichen Prüfung. Diese ganzen Financials, also diese Excel-Tapete, die in dem Investor vorliegt, die habt ihr meistens schon, weil ihr habt ja euer internes Controlling. Diese ganzen Finanzierung, also diese Financials, die stehen meistens ganz gut. Und da verstärkt man sich auch, weil das ist natürlich sehr wichtig, auch für die erste Ansprache. Aber früher oder später wird danach gefragt, wie ist es dann eigentlich mit eurer Satzung, wie sieht die aus und so weiter. Das ist ein banales Beispiel, aber es kommen dann immer Nachfragen. Und es macht sich einfach super gut, wenn man sagt, ja, kein Problem, tatatap, hier, bitteschön. Also es ist so eine schnelle Antwort, spiegelt ja auch wieder, dass man sich mit dem Unternehmen wohlfühlt oder identifiziert und den Laden auch vor allen Dingen gut im Griff hat. Dropbox, ich finde den Namen so toll, eine Kiste, alles wird reingeworfen, strukturiert das bitte. Am einfachsten ist es, so eine Ordnerstruktur anzulegen, bestimmte Kategorien, dort alles reinzupacken, was einem, also während des laufenden Prozesses, während des Lebens der Gesellschaft, alles Mögliche reinzupacken. Was ist alles oder alles Mögliche? Alles, was eine Unterschrift trägt oder tragen sollte. Ja, wenn ihr, also häufig kriegt ihr irgendwelche wichtigen Dokumente, die sind unterschrieben, die heftet ihr ab und legt die in einen Ordner. Das ist grundsätzlich mal nicht verkehrt, aber dann muss man ihn für den Datenraum, der ja elektronisch sein muss, muss man den Ordner wieder raussuchen, muss man das, sich daran erinnern, wo der Ordner steht, dass es überhaupt so ein Dokument gibt, muss den einscannen, alles mühsam. Ne? Deswegen, wenn ihr sowas habt, was eine Unterschrift trägt, scannt die ein, packt die einmal in den Ordner, heftet das ab, das Original und das andere packt in eure strukturierte Datenhalde. Was als PDF. Was sich da aber auch noch bewährt, stellt auch noch die Word-Dokumente mit dazu. Also die letzte Version von diesem letztendlich unterschriebenen Vertrag, packt die mit dazu, weil wenn ihr dann mal einen Änderungsvertrag macht und nur dieses PDF habt, dann müsst ihr das wieder mühsam konvertieren oder der arme Anwalt, der das irgendwie bearbeiten muss, der muss das für teuer Geld wieder konvertieren und editierbar machen mit den ganzen Formatfaxen. Also idealerweise packt ihr auch neben dem unterschriebenen, eingescannten Dokument die Word-Version zu. Dazu. Da gilt auch wieder der Grundsatz, während der laufenden Archivierung, macht lieber mehr rein, als der Investor vielleicht fragen möchte, weil es ist leichter, aus so einer Datenhalde was rauszulöschen, als mühsam irgendwas zusammenzukopieren und reinzustellen. Da aber, wie gesagt, achtet auf Zugriffsbeschränkungen, gerade Arbeitnehmerdaten sind sehr sensibel, auch alles, was damit zu tun hat, ne, macht das da diesen Bereich passwortgeschützt, je nachdem, wer da alles Zugriff auf diesen Ordner hat. So, jetzt sprechen wir von Ordnerstruktur, hört sich alles ganz nett an. Ich habe mal anhand der, sagen wir mal, oder andersrum angefangen, die Investoren bei größeren Transaktionen geben 20, 30-seitige Anforderungslisten raus. Da ist dann wirklich zu jedem Themenbereich sind da Fragen formuliert und die orientieren sich mehr oder weniger immer nach einer ähnlichen Struktur. Und diese Struktur habe ich mal
mal dargestellt und in einem Ordnersystem schon mal quasi aufgearbeitet. Das könnt ihr auf der Webseite, die da unten eingeblendet ist, mal runterladen bei Bedarf. So als, das ist natürlich nicht die Weisheit letzter Schluss, aber es ist zumindest eine Sortierung, die sich dem üblichen Standard anlehnt. Da sind jetzt wirklich alle großen Punkte aufgelistet. Wenn ihr eine kleine Finanzierungsrunde habt, werden wahrscheinlich nicht alle abgefragt werden, ob es eine Versicherung gibt oder Verträge mit Hausmeistern oder so. Das interessiert den kleinen Investor, den kleinen Business Angel eigentlich herzlich wenig. Aber es sind immer so drei Sachen, die gerade bei so den digitalen Unternehmen oder auch, ja, die immer wieder nachgefragt werden, auch bei kleinen Finanzierungsrunden. Das ist zum einen die gesellschaftlichen Grundlagen. Also alles, was vom Notariat kommt. Am besten digitalisieren, abheften und im Ordner hinterlegen. Also sprich die Gründungsunterlagen oder Gesellschafterbeschlüsse, Kapitalerhöhungsbeschlüsse, irgendwelche Geschäftsführerwechsel, alles, was übers Notariat gelaufen ist, sollte da rein. Der zweite Punkt sind Finanzierungen. Also wenn ihr Darlehensverträge und dergleichen habt, also alles, was großvolumig ist, öffentliche Forderungen, Sicherheiten, die die Gesellschaft gestellt hat oder zugunsten abgegeben wurden. Und gerade bei diesen IT-Gesellschaften ist geistiges Eigentum echt sehr wichtig, dass ihr darstellt, dass ihr das, was das Unternehmen haben soll und auf dem das Unternehmen beruht, dass einem das auch wirklich gehört. Also das sind diese drei Sachen, die immer nachgefragt oder insbesondere nachgefragt werden, und die solltet ihr vor allen Dingen auf der Pfanne haben. So. Danke, das habe ich noch vergessen gehabt. Ja, das noch erlaubt. Konrad, das waren deine 12 Minuten von deinem Vortrag. Jetzt starten wir direkt die 12 Minuten mit den Fragen. Ja, los. Immer her damit. Diese optischen Tools sind halt toll. Macht es Sinn, vielleicht das von Anfang an da schon sich reinzuarbeiten? Also wenn es nur bin ich ein Gründer, vielleicht ein Team oder keine Ahnung, und gleich diese optischen Tools mir anzulegen und alles reinzupacken, dann habe ich ja am Ende weniger Arbeit, theoretisch, oder? Ja, genau, das meinte ich ja mit laufender Archivierung. Also im Idealfall ladet ihr das runter, wenn ihr das gründet. Und ihr könnt das ja auch ergänzen mit den operativen Foldern, die ihr dann anlegt, oder Unterverzeichnissen. Und könnt da auch Entwürfe reinpacken und so weiter. Hauptsache, das kann man ja am Ende alles rauslöschen. Ihr könnt ja auch, es ist ja vielleicht auch eine Strukturierung eines des operativen Geschäfts. Ne? Und dann lieber, deswegen sagte ich ja, lieber mehr reinpacken. Da könnt ihr eben auch mit den Arbeiten, aber macht das nicht zu kompliziert. Und also, ja, das muss man immer ein bisschen abwägen. Man kann das operative Geschäft eben auch außerhalb dieser Struktur machen und das wirklich als reines Archiv nutzen, als sauberes Archiv, und da wirklich nur die finalen und die finalen Entwürfe und das Original reinpacken. Oder ihr arbeitet damit. Also das ist, wie gesagt, auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wenn ihr meint, ich brauche hier noch einen Punkt 7a, dann, Gottes Willen, macht das, ne? Das ist nur ein Vorschlag, was sich eben bewährt hat und was sich an den Anforderungslisten, die häufig ausgegeben werden, orientiert. Traut euch. Ich hab sonst noch Fragen. Sonst frage ich euch, ob ich frage. Also ich würde so fragen, man gibt ja jetzt nicht einen Investoranteil ab, sondern vielleicht auch seinen Mitarbeitern. Ist ja so eine Diligence vorher auch nötig unbedingt? Nein. Also man kann es machen, aber es ist eher untypisch. Also das, weil so eine Mitarbeiterbeteiligung, da ist der Ansatz eher, das ist ja keine Risikobeteiligung, sondern wo Geld gegeben wird gegen Anteile, sondern da erhält der Mitarbeiter quasi wie als Bonus Anteile ohne einen monetären Gegenwert. Ich müsste eigentlich als Arbeitgeber wissen, wie viel die Anteile wert sind. Ja, das ist eine andere Frage. Das ist ein großes Thema. Abendfüllend, wochenfüllend, würde ich sagen. Ne? Ohne, dass man da zu einem Ergebnis kommt. Das kann ich schon gleich vorweg sagen. Also es gibt keine schlaue Unternehmensbewertung. Gerade im Startup-Bereich ist das die große Glaskugel und eine Verhandlungssache. Wie sollte man die Anteile denn vergeben? So gefühlt? Oder? Ja, welche denn? Na, also wenn ein Mitarbeiter jetzt zum Beispiel was abgeben möchte und sagen, ich möchte sie nicht belogen oder ich möchte dich dadurch binden, dass ich dir 5%... Ich glaube, das machen wir mal, weil das ist jetzt hier ganz schön weit weg vom Thema, das können wir gerne nachher nochmal klären. Ich will von diesen zahlreichen Fragen hier keine abschneiden. Ich habe auch
direkt ein, wenn jetzt keiner sich traut. So in der Due Diligence gehört ja sicherlich die aktuelle Finanzsituation, das, was in der Vergangenheit angefallen ist, ja, auch immer so ein Blick nach vorne, so ein Forecast. Ja. Was würdest du da raten? Soll man ja bodenständig, solide Annahmen treffen oder schon Weltherrschaft und ich reiße alle Bäume aus, große Zahlen machen? Als Jurist sagt man, das kommt drauf an, aber es ist tatsächlich so. Man muss natürlich gucken, an wen richtet sich das? Was ist der Fork? Also der Fork. Also ich will diese Frage mal einfach umgehen, nicht beantworten, weil ich kann also je nachdem. Irgendwas heißt designen. Designen? Nee, aber der Punkt ist mit dem Forecast. Ist gar nicht. Da fällt mir noch was ein, was man in dem Zusammenhang eher darauf hinweisen muss, was in diese Struktur reinpasst. Dieser Datenraum soll eigentlich den Ist-Zustand darstellen. Wenn man in diesen Datenraum Forecasts reinmacht, ja, läuft man so manchmal, wenn man nicht aufpasst, in der Vertragsgestaltung später, läuft man ein bisschen Gefahr, dass dieser Forecast als wie Garantie oder so angesehen werden könnte. Weil in dem Kaufvertrag, im Unternehmenskaufvertrag, wenn ihr das Unternehmen verkauft, steht dann manchmal drin, dass der so eine Garantieklausel, dass alles, was im Datenraum angegeben wurde, richtig und korrekt ist. Da muss man höllisch aufpassen, dass man in den Datenraum keine Zahlen reinpackt. Die Zahlen immer separat, also diese Pläne, die man aufstellt. Oder eben sagt, bitte nehmt mit Ausnahme dieser Dokumente ist das natürlich. Oder man muss es irgendwie im Vertrag, wenn man dran denkt, dann sauber formulieren. Also das war ein guter Hinweis, das habe ich mal aufgeschnappt. Aber wie man die Zahlen, das ist wieder ein Thema Unternehmensbewertung oder wie sammle ich meinen Investor ein, ob man da bodenständig sein soll. Ihr müsst die Investoren mitreißen. Wenn ihr sagt, hey, wir sind ein klasse Unternehmen, wir haben zwar noch keine Umsätze und werden die auch in 20 Jahren nicht haben, noch nicht, aber wir haben eine Vision und das rockt dann und das ist das zweite Facebook. Ja, Gott, dann geht da hoch ran. Und wenn ihr damit Unternehmen oder Investoren findet, gerne. Na? Wenn die natürlich fragen, ja, dann rechnet mir doch mal das vor. Wie kommt ihr denn da hin? Was sind dann eure Annahmen? So muss man sich dem Thema, glaube ich, nähern. Na? Aber man kann übertreiben. Bloß dann muss man sich dann später auch gefallen lassen, in 2 Jahren, wenn der Investor an Bord ist und dann die Ist-Zahlen kommen, na? Und diese Schere immer so deutlich auseinander ist. Auseinandergeht, das muss man sich dann überlegen, ob man da sich dem Investor dann stellen möchte und ihm in die Augen gucken kann. Jo, wenn man sich dem Investor ja stellt, man hat ja ein eigenes Unternehmen, man weiß, warum man besser ist als die Konkurrenz und so weiter und so fort, ist ja nicht das Risiko groß, wenn ich das jetzt in so einen Datenraum reinstelle, dass der diese Ideen aufnimmt, was ich jetzt an meinen Unique Selling Points sind und der dann woanders mit hingeht und sagt, hier, ich habe eine coole Idee, was ist damit? Können wir das nicht auch umsetzen? Dann muss ich das Unternehmen nicht übernehmen. Weil ich vielleicht noch klein bin, ich brauche ja das Geld, um zu wachsen und der nimmt sich, ich habe das Geld, ich kann die Ideen nutzen, ja, dann mache ich das doch selber. Wie geht man damit um? Ja, das ist glaube ich, so die typisch deutsche Angst, muss ich mal sagen. Ne? hört man auch immer wieder, the German Angst, genau. Im Gegensatz zu dem amerikanischen Modell, ich teile erstmal alles mit und die Leute helfen einem, aber klauen die Idee nicht. Ich glaube, also ich bin Jurist, ich bin jetzt kein BWLer, bin auch jetzt, deswegen das, was man so hört, das Risiko, oder was ich so aus diesen Veranstaltungen mitgenommen habe, das Risiko, dass jemand die Idee klaut als Investor, ist relativ gering. Weil wer investiert dann? Oder wem öffnest du dich denn mit diesem Datenraum? Das ist ein Finanzinvestor. Der hat im Zweifel gar nicht die Lust, das operativ durchzuziehen. Ja? Der wird auch, in dem Datenraum hast du auch, wenn es jetzt eine Software ist oder sowas, die wirst du ja hier nicht reinstellen. Da gibt's Operational Due Diligence, nennt sich das. Da gibt es dann Experten, die gucken sich den Code an, da unterschreibt ihr eine Verschwiegenheitsverpflichtung, ja, bevor sich die überhaupt das angucken dürfen. Das sind ja eher so die, ja, sagen wir, die Schnöden. Deswegen hatte ich auch diesen Spießer da reingemalt. Das sind so diese Punkte, die extrem unsexy sind, aus Unternehmersicht. Das hat eigentlich mit dem operativen Business wenig zu tun. Das sind eher so diese Lästigkeiten, die man aber leider eben prüfen muss, weil sie sehr risikobehaftet sein können. Ich kann dir das aus der Softwarebrille nochmal kurz, wenn ich darf. Gerne. Heißt mir nur an. Zweimal die Woche irgendwie so ein NDA rein, wo ich dachte, darfst du nicht kopieren. Ne? Dann, okay, dann reden wir lieber mal nicht miteinander. Dann kann ja aber auch kein Mensch helfen. Weil die meisten, der das kopieren muss, im Zweifel ist seine IT mindestens zu 100% ausgelastet. Und wenn der jetzt on top sagt, baut das mal, dann genau. Würde nicht passieren. Und ich habe auch mal einen Beitrag, so einen Blogbeitrag von so einem VC gelesen, wo auch gesagt wird,
wenn Leute ankommen und ein NDA fordern, das ist eher schon so ein No-Go. Also NDA heißt Non-Disclosure Agreement, also so eine Vertraulichkeitsvereinbarung fordern. Das ist schon richtig abturnend. Das wird auch nicht richtig gemacht. Weil aus den benannten Gründen, das Risiko ist überschaubar. Wenn man sich an einen Finanzinvestor richtet, der wird im Zweifel gar keine Lust, keine Manpower haben. Wenn man sich an ein strategischer Investor ist, als Start-up, hat man eigentlich auch relativ gute Karten. Wenn man jetzt zu E.ON geht und sagt, hey, ich habe eine ganz tolle Idee, bis die sich mal bewegt haben in ihrem Konzern, ne, da vergehen, keiner auf die Füße treten, aber es kann unter Umständen, muss ich vorsichtig ausdrücken, etwas länger dauern, bis eine Idee umgesetzt wird. Und da habt ihr natürlich als Startup, als agiles Startup viel, viel bessere Karten, eure Idee schon erstmal voranzutreiben. Das Interesse ist auch, wie gesagt, nicht da. Wer einmal sowas macht, der ist dann auch verbrannt in der Branche. Ne? Das spricht sich schnell rum. Also das Risiko, schätze ich, was ich so gehört habe, als relativ gering an. Ideen gibt es hier seit mehr. Also alleine für eine Idee kriegt man auch kein Geld. Das ist immer das Team dahinter und deren Fähigkeit, das umzusetzen. Ich glaube, der Erfinder der Glühbirne hat gesagt. Ja, aber ich möchte mal gerne meine Fragen noch stellen. Bevor du deinen Edison. Wir können auch dann. Der meldet sich ganz vor. Ich habe auch gerne so spezifische Fragen. Aber ich hätte gesagt, wir sollen alles fragen, was uns interessiert. Ja, mach. Wenn du so die Verträge vielleicht, mich würde einfach mal so interessieren, was war so die größte Summe, mit der du mal zu tun hattest? Also zwischen jetzt Startup und Investor oder irgendwie oder machst du gar nicht, ich weiß jetzt nicht. Ja, das Lustige ist, für mich als Vertragsdesigner ist die Summe, die Kaufpreissumme, eigentlich ein Platzhalter. Da kann 1 Million stehen oder 10 Millionen. Die Vertragssystematik ist eigentlich immer die gleiche. Na klar, wenn das Investment nur 50.000 ist, dann wird vielleicht der Vertrag ein bisschen schlanker gehalten und Punkte eher, etwas hemdsärmeliger angefasst, damit nachher die Transaktionskosten nicht das Investment letztendlich auffressen. Das muss man so ein bisschen in Relation haben. Aber deswegen die Summe, ja. Also das gibt keinen Mehrwert, um jetzt, also bis dreistellig war da schon alles, also Millionenbeträge war schon alles dabei, ne? Wo ich mitgearbeitet habe. Was ich jetzt natürlich als Kanzlei, also eigene Kanzlei, sind die Transaktionsvolumina natürlich kleiner, aber eben auch zweistellig, also das bis zu, ne? Aber das, wie gesagt, das ist nur eine Zahl für uns, das ist eigentlich egal, was da drin steckt. Ja, gerne. Also. Ja, ich muss wieder mit der Jones kommen, aber ich stelle ja eine Beratung dafür an, dass sie mir das erstellt in der Kanzlei. Ist die irgendwie dazu verpflichtet, ein wahres Ergebnis am Ende rauszubekommen? Ich meine, sie kann natürlich im Interesse des Unternehmens oder des Investors handeln. Die Due Diligence wird immer durch den Investor durchgeführt. Der hat ja ein Interesse zu wissen, wie das, was da drin steckt. Und der bezahlt auch die Due Diligence. Deswegen entscheidet er auch, was will er sehen. Deswegen, ich hatte ja die beiden Männchen gemalt, ne, einer ein bisschen kleiner. Wenn er jetzt ein kleines Investment hat, pickt er sich ein paar Punkte raus, macht da so eine Red Flag Due Diligence, wie es so heißt, also mal rüber gucken. Ne, das können wir ja gar nicht leiden als Juristen, aber so heißt es ja immer. Oder man fährt das große, große Rad, wenn es um viel Geld geht. Ne? Aber was eben bei euch kleben bleibt als Unternehmen ist, ihr müsst das füttern, ihr müsst diese Anfragen eben beantworten. Und da, und das gebe ich euch einfach mal so als Message mit, macht das wirklich strukturiert. Das kommt extrem gut an, auch für den, der das prüft, als wenn man auf der Gegenseite sitzt. Wenn man eine Anfrage kriegt und man kriegt am nächsten Tag oder innerhalb von ein paar Stunden, kriegt man sofort die Antwort, man freut sich, kann einen Haken dran machen und alles, die Welt sieht echt gut aus. Also da könnt ihr euch richtig viel Freude machen. Ich warte, bis wir 16 Sekunden um sind. wenn ihr, wie gesagt, eine strukturierte Datenstruktur habt. Und ich weise nochmal auf den Download-Link hin. Wenn ihr Lust und Laune habt, teilt gerne, spread the word. Und Thank you.
Thank you.
Ich muss, auch wenn es mal ein Zeit ergibt, trotzdem kurz nutzen.
Ich bin ja seit Anfang an dabei, so seit, na gut, aber mit dem Entrepreneurs-Club seit 3 Jahren. Und was ich hier erlebt habe, so in den letzten 3 Jahren, alle Veranstaltungen, die ausgebucht, alles voll mit Leuten, ist total cool. Und ich glaube, da können wir alle zu stolz auf sein, total stark. Also, worum es heute gehen soll, 6 Thesen zum Einzelhandel. Klingt jetzt ein bisschen platt, so ein bisschen langweilig. Ich versuche es ein bisschen spannend zu machen. Kurz zu mir. Ich bin Sven, 25, Marketingmanager bei Usleader. War vorher hatte mein eigenes Startup, zusammen mit ein paar Jungs, das ist die Stadtbespielbar. Hat sich noch nicht so durchgesetzt. Ich habe aber mit beiden Sachen praktisch mit dem Handel zu tun. Deswegen kann ich nur ein bisschen was erzählen. Bei Usleader, also die verkaufen Ledertaschen und andere Lederprodukte eigentlich nach ganz Europa. Ja, und wir fahren dabei so einen hohen 7-stelligen Umsatz ein. Ich hätte es jetzt genau gesagt, wenn wir nicht im Livestream wären, aber ja, muss ich vorsichtig sein. Und im Kern bei uns, das ist ganz, ganz wichtig, das müsst ihr euch für später merken, wir sind ein Direktvertrieb vom Hersteller direkt zum Kunden. Und ja, zum Schluss nur zu Busleder, also wir suchen immer gute und zuverlässige Leute, also wenn ihr Bock habt, sprecht mich gerne an. Punkt 1. Ist total sympathisch dazu arbeiten. Ja, genau. Der Kunde braucht keine Marketing. Ein bisschen zur Geschichte des Einzelhandels oder des Handels allgemein. Also der Einzelhandel oder der Handel, warum er sich entwickelt hat, war eigentlich, dass mit der Zeit gab es immer mehr Marktangebote. Das heißt, es gab immer mehr ein großes Sortiment und die Leute haben überlegt bestanden, okay, welches Produkt ist das Beste, welches ist für mich gut. Einfach weil die Sortimente zu groß geworden sind. Und da braucht man halt den Einzelhandel, der praktisch in der klassischen VWL sagt man halt, er ist ein Vorsortier oder Marktmittler für den Kunden. Das heißt, er gibt uns ein Sortiment vor, wir suchen daraus aus, weil wir den Einzelhandel vertrauen und sagen, okay, das nehmen wir und das ist irgendwie gut. Und ja, das Problem ist bloß, diese Aufgabe übernimmt jetzt die E-Commerce. Das heißt, Amazon und Co. machen genau das ja eigentlich. Verbunden mit den sozialen Medien, mit Bewertungen und Rezensionen bei Amazon, muss ich ja gar nicht diese Vorsortierung haben vom Einzelhandel, weil das machen ja meine Freunde, das machen irgendwelche Influencer, die sagen mir, welche Produkte gut sind. Und das heißt, ich finde relativ schnell raus, welche Produkte für mich geeignet sind und bestelle sie mir dann im Internet. Das heißt, die klassische Rolle des Einzelhandels verschwindet eigentlich immer mehr. Das heißt, bevor der Kunde eigentlich einen Laden betritt, weiß er schon meistens, was er will, weil er es vorher im Internet herausgefunden hat. Wenn er nicht im Internet bestellt hat, aus irgendwelchen Gründen, dann weiß er es zumindest. Das heißt, der Einkauf im Laden ist im Vergleich zu früher eher faktenbasiert. Das ist ein kompletter Switch von früher. Da habe ich mir nicht nur als Marke den Namen gekauft oder habe Branding-Kampagnen gemacht, sondern im Endeffekt auch mir den Standort oder die Platzierung im Handelsgeschäft eingekauft. Dadurch verkommt das Ladengeschäft halt immer mehr eigentlich zur Lagerverkaufsfläche für die Hersteller eben. Ja, aber wie gesagt, E-Commerce kann es eben viel besser. Und jetzt die Frage, was kann der stationäre Einzelhandel tun? Der E-Commerce muss halt die Bedürfnisse bedienen können und der stationäre Einzelhandel sollte halt neue Bedürfnisse schaffen. Oh Gott, ich bin ein zu weit. Jetzt mal kurz. Der stationäre Handel muss halt neue Bedürfnisse wecken und das ist ganz, ganz wichtig. Warum? Weil der klassische Kunde, der vorher im Einzelhandel eingekauft hat und jetzt halt dieses beste Sortiment online hat, der wird so schnell nicht zurückkommen, um die Produkte dort zu kaufen, weil dieser ganze Vorteil vom Einzelhandel ist ja weg, das hatte ich ja schon erklärt. Und jetzt muss er sich überlegen, okay, was kann ich machen? Ja. Und deswegen muss er halt daran arbeiten. Und Problem ist zum Beispiel auch, wenn wir uns überlegen, im E-Commerce-Bereich, gerade als Hersteller, um die Marke bekannt zu machen, muss ich halt sehr, sehr viel Geld investieren. Das heißt, sehr, sehr viel Marketing-Budget in Branding-Kampagnen, nicht vielleicht in Performance-Kampagnen, die mir auch direkt was einbringen. Das Problem daran ist, ich kann zum Beispiel im direkten Vergleich im Online-Bereich eben nicht so gut dastehen. Das haben wir auch ganz oft, weil der Preis natürlich viel höher sein muss. Das ist für die Hersteller auch ein Problem, was daraus resultiert, weil sie sich nicht mal den ersten Platz einkaufen können. Der beste Platz online heute ist ja eigentlich der, wenn ich den günstigsten Preis habe. Normalerweise. Ich kann natürlich auch darin investieren, meine Marke auszubauen. Ja, dabei ist gerade oft entscheidend, also ein Beispiel kann ich euch bringen. Ich komme aus dem Ledertaschenbereich, da beobachten wir das. Marco Polo, Tom Taylor und viele andere Ledertaschenmarken dringen gerade so in diesen Online-Bereich rein, gehen aus dem Einzelhandel, aus dem stationären Handel eigentlich komplett raus.
Nicht komplett, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, also sie gehen immer mehr raus und machen ihren eigenen Vertrieb. Warum? Weil sie dann viel besser ihre Marketingkampagne zum Beispiel online steuern können. Das haben sie erkannt und deswegen investieren sie da immer mehr rein. Und damit haben sie aber trotzdem noch ein Problem, auch die Hersteller. Warum? Man kann es zum Beispiel bei Tom Taylor sehen, im Vergleich zu Zalando. Zalando hat immer den günstigsten Preis wie Tom Taylor. Warum? Weil Zalando das für zum Beispiel 49,95 das Produkt anbietet und Tom Taylor für 49,99. Also die 4 Cent machen oft den Unterschied. Das klingt jetzt alles ein bisschen banal, aber wir erleben das jeden Tag. Das sind so die Herausforderungen, die man hat. Ja. Ja, wie jetzt, um wieder darauf zurückzukommen, der stationäre Handel muss wieder dafür sorgen, dass Bedürfnisse beim Kunden geweckt werden. Das kann man zum Beispiel machen über Premium-Angebote. Das habt ihr alle schon mal gesehen, da sind Lidl und Aldi im Moment ganz stark drin. Ich weiß, ihr habt das schon mal gesehen, die Lidl Deluxe-Linie, habt ihr, ja, kennen die meisten von euch. Das sind meistens Produkte, die es auch überall anders gibt, in jedem Supermarkt. Sowas, so ein klassisches Produkt wie Knoblauch oder Chiliöl, wo der Kunde daran vorbeigeht und sich denkt, okay, das ist ja ganz interessant, das kenne ich ja eigentlich noch gar nicht, dabei hat er schon tausendmal gesehen, bloß nicht wahrgenommen, weil es jetzt auf einmal ein Deluxe-Produkt ist. Ja? Und auf der anderen Seite ist dann auch gleichzeitig dieses Chili- und Knoblauchöl ein Angebot. Das ist nicht nur ein Premium-Produkt, sondern auch ein super günstiges Angebot. Zumindest wird einem das vorgespielt, dass es ein Angebot ist. Dabei gibt es das zum günstigeren Preis oder zum gleichen Preis auch immer im großen Supermarkt gleichzeitig. So, aber diese Sachen funktionieren. Ich kriege die Leute wieder ins Geschäft. Und das ist erstmal das primäre Ziel, solche Sachen zu machen. Vierte These. Der Wandel von Monolithen zu Spezialisten. Was steckt dahinter? Also Monolith meine ich jetzt nicht nur unbedingt einen großen Kaufland-Einkaufszentrum, sondern das gesamte Konzept oder alles, was dahinter steckt. Wir haben ja eigentlich praktisch 3, 4, vielleicht 5 große Handelsgruppen. Das ist halt die Schwarzgruppe in Deutschland, das ist halt Aldi, das ist Schwarzgruppe, Aldi ist das, das ist die Metro-Gruppe natürlich und oh Gott, sorry, ich mache jetzt... Edeka und Rewe, genau. Sorry, habe ich vergessen. Edeka und Rewe und so sind die größten Player. Und das Problem ist, da sind zu viele Entscheider drin, die sind nicht schnell genug und deswegen wird sich das verändern zum Spezialisten. Weil gerade Spezialisten, ich habe hier ein Beispiel FirstMX, das ist hier ein kleiner Laden hier vor Ort, der auch online verkauft, der diese Verknüpfung von online und offline eigentlich schon geschafft hat. Das ist ein Rostocker Geschäft, der ist hinten in der großen Wasserstraße, hat eigentlich eine total beschissene Location da, aber braucht auch gar nicht, weil er da bloß sein Nebengeschäft macht und eigentlich online viel mehr verdient. Und damit da wird der Weg immer mehr hingehen. Fünftens, die Verknüpfung von stationär und online ist wichtig. Ich habe ja kurz vorhin gesagt, ich habe das schon mal gemacht mit Stadtgestöber, ungefähr 2 Jahre. Und wir haben das immer wieder gesehen, dass viele Einzelhändler gerade zu uns gekommen sind und gesagt haben, ey, das, was ihr macht, ist total cool. Ich möchte es gerne haben. So, ich finde es auch total wichtig und die haben es auch erkannt, möchten es aber meistens bloß irgendwie nebenbei machen oder das gerne kostenlos haben, diesen Service. So, und da fängt halt das Problem an. Die Einzelhändler erkennen, okay, wir haben ein Problem und wir wissen, dass es wichtig ist. Sie wissen nur nicht, wie sie es tun sollen. Und da gibt es viele Services, nicht nur Stadtgestöber, da gab es dann auch hier bei mir oder große Projekte im Wuppertal, die versuchen genau diese Sachen umzusetzen. Die Verknüpfung, wo fängt die an? Das fängt halt dabei an, dass man lokale Produkte online verfügbar macht, das heißt mit der CMD-Delivery zum Beispiel oder 3-Stunden-Lieferung. Ich bestelle was im Laden vor Ort und ihr bringt mir das nach Hause. Das kann der Einzelhändler selber gar nicht, weil es viel zu teuer ist. So Pizzerien können das vielleicht, also selbst für die ist das mittlerweile ein Problem geworden. Und deswegen müsste man sich lieber zu Verbünden zusammenschließen oder Dienstleister benutzen, die das für mich umsetzen. Und die Erkenntnis ist da, bloß noch nicht die Investitionsbereitschaft bis heute. Und deswegen, als letzten Punkt, deswegen habe ich auch kein Video dazu, weil es noch nicht ordentlich umgesetzt wurde, diese Verknüpfung muss eben ordentlich gemacht werden, nicht nur irgendwie. Und da kann ich auch Rewe und Edeka ins Spiel bringen. Die machen das irgendwie, sie bieten so einen Lieferservice an, der läuft so nebenbei, steckt aber nicht im Kern des Unternehmens. Das ist irgendwie so ein Nebenbeigeschäft, so ein ungeliebtes Kind. So, ich weiß, ich muss das tun, aber eigentlich Bock habe ich da gar nicht drauf, weil ich mich damit gar nicht auskenne. Ich glaube, Rewe hat dann dafür einfach den ehemaligen Manager von Tesco, der diese Tesco IT-Umsetzung gemacht hat. Tesco ist da sehr, sehr groß in UK und schon sehr, sehr stark. Ich glaube auch noch nicht so perfekt profitabel, aber arbeiten dran. Und ja, und da reicht es halt eben nicht einfach zu sagen, okay, wir machen eine neue Abteilung auf, sondern meiner Meinung nach muss es halt zum Kern des Unternehmens werden, eben diese Verknüpfung anzugehen, zu gucken, okay, wo können wir es verknüpfen? Wir können online mehr Informationen geben den Kunden, wir können besser werben und so den Kunden am Ende wieder reinbringen ins Geschäft.
und dann zum Beispiel über Loyalty-Programme, klassischerweise Payback oder irgendwelche Apps, gibt es ganz viele Sachen wie Shopkick zum Beispiel, die halt erkennen, wenn du ins Ladengeschäft gehst oder daran vorbeigehst, die irgendwelche Bonusmaterial oder Bonusangebote zeigt. Ist total interessant. Warum? Weil ich kann halt den Kunden besser analysieren. Wenn er jetzt noch über die App bezahlen würde, wäre es total cool für mich, weil ich dann auch natürlich sehe, okay, was hat er eingekauft, zu welchem Zeitpunkt hat er es eingekauft. Die ganzen Analysen, total interessant für den Einzelhandel, worüber viele nicht nachdenken, und zwar der Zeitpunkt beim Einkaufen. Warum ist der so wichtig? Also auch das klingt wieder ganz banal, ist aber wichtig. Der Zeitpunkt beim Einkauf, gerade im Monat. Viele, viele Leute geben sehr, sehr viel Geld am Monatsanfang aus. Könnt ihr euch denken, warum? Weil da das Gehalt kommt. So. Das heißt, als klassischer Einzelhändler, wann spiele ich denn eigentlich meine Angebote aus? Wahrscheinlich zum Monatsanfang. Das weiß ich aber nur, wenn ich halt diese Daten vorher hebe. Das erkenne ich vielleicht auch an meinem Kassensturz und Kassenumsatz. Ich weiß aber nicht, welchen Kunden ich genau mit welcher Werbung ansprechen soll. Vielleicht kriegt der eine Kunde erst am 15. sein Gehalt und der andere zum 1. Um das mal ein ganz banales Beispiel zu bringen. Aber das kann man damit zum Beispiel erreichen. Ich kann auch spezielle Angebote schaffen. Ich kann auch erkennen, okay, in meiner Region, welche Produkte sind da überhaupt beliebt? Was macht zum Beispiel die Konkurrenz? All das kann ich schaffen. Aber dazu muss das Ganze eben halt nicht einfach nur ein Beigeschäft sein, sondern muss halt wirklich ein Teil des gesamten Unternehmens Kern sein. Ja, das dazu. Ja. Ja, jetzt wird es direkt mit den Fragen weitergehen. Also löchert den Sven ordentlich, okay? Los geht's. Du sprachst die Herausforderungen, die ihr habt mit beispielsweise Lando und Tom Taylor, das ist mit den 4 Cent. Wie begegnet ihr dem Ganzen? Also, wie macht ihr ein neues Preisfindung beispielsweise? Ihr habt logischerweise einen gewissen Aufwand und dann habt ihr einen gewissen Hebesatz. Und wie wisst ihr, das ist jetzt der Preis, wie wir Zalando und Tom Taylor entgegentreten? Sehr komplizierte Frage. Also, beziehungsweise die Frage ist einfach, die Antwort ist schwer. Wie direkt ja nicht, weil wir wirklich ein Hersteller sind, der direkt in Vertrieb geht. Das heißt, wir treten nicht in Konkurrenz mit anderen Online-Händlern. Das ist halt unser Vorteil. So. Ja, aber nur auf unserer eigenen Webseite, beziehungsweise bei Amazon und eBay, und das machen nur wir. Wir lassen andere unsere Marke nicht vertreiben. Das ist halt in dem Augenblick unser Vorteil. Das heißt, wir können zum Beispiel, ich nehme mal Google Shopping, da einfach eine Anzeige schalten und wissen halt, okay, in dem Umfeld sucht jemand nach Ledertasche und können dann halt einen Preis anbieten, der relativ gering ist, weil wir halt diese großen Branding-Kampagnen zum Beispiel nicht haben und halt diesen Direktvertrieb haben, können wir dann viel besser dastehen als der Rest. So, Tom Taylor hat es zum Beispiel da viel, viel schwerer als wir, weil die Preise für die gleichen Produkte oder ähnliche Produkte halt viel, viel höher sind. Und das ist aber nicht schlimm, weil Tom Taylor sich halt darauf konzentriert, halt seine Marke zu stärken. Und bei uns ist es halt, die Produktvielfalt zu erhöhen, Nischen zu besetzen und die besten Preise anzubieten. Ja. Ja. Was war denn bis jetzt so eure erfolgreichste Strategie, um Kunden zu gewinnen? Gab es da mal eine Aktion, eine Kampagne, irgendwas? Also, die meisten tatsächlich sind aus Versehen passiert. Die besten, jetzt vor kurzem, letzte Woche, hatten wir eine MyDeals. Geschichte. Da hat irgendwer, wir wissen nicht, wer das war, hat einfach da was online gestellt und gesagt, das ist da günstig. Und dann sind halt unsere Server zusammengebrochen. So, und wir haben da schon viel Geld investiert. Da hatten wir, glaube ich, 2000 Leute gleichzeitig, wo wir durchschnittlicherweise, glaube ich, 50 Leute auf unserer Seite haben. Und das sind halt, ja, immer wieder diese Kampagnen, die wir gar nicht selber direkt steuern können. Du kannst vielleicht eine TV-Kampagne machen, klar, aber die ist sehr, sehr teuer. So, und du kannst nicht direkt nachvollziehen, was hat die gebracht. Vielleicht über Rabattcodes oder ähnliche Geschichten, aber wir setzen halt mehr auf Performance-Marketing, das heißt, aber auch ein organisches Wachstum. So. Das heißt, wir setzen jeden Monat das Budget hoch und gucken, okay, was kommt, und irgendwann ist halt die Kosten-Umsatz-Relation zu hoch, dass wir das Budget nicht mehr erweitern. So funktioniert das. Ja. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Geht ihr momentan mehr auf Branding oder mehr auf Performance? Das kommt auf die Plattform an, wo wir Werbung machen. Also ich kann es ein bisschen sagen, also Facebook ist halt mehr Branding und Google zum Beispiel reine Performance. So, da brauchst du nicht viel Branding.
viel Branding machen. Warum? Weil die Leute halt da genau wissen, was sie wollen. Bei Facebook weißt du es nicht. Ich meine, ihr könnt euch ja selber fragen, wenn ihr auf Facebook euch rumtreibt, warum seid ihr da? Nicht, um euch über ein Produkt zu informieren, sondern um euch irgendwie, um irgendwie abzuschalten und dem Alltag zu entfliehen. Und da musst du dann halt wirklich reine Klickkampagnen schalten, die irgendwie auf Umsatz auch optimiert sind und halt Branding dann entsprechend, um ja, die ganze Sache bekannter zu machen. Ein Vorteil vom stationären Handel ist ja die Erlebbarkeit, was der E-Commerce ja, ja nur bedingt ist, gar nicht machen kann. Ist das eine Stärke vom stationären Handel? Wie müsste die ausgebaut werden, damit der quasi eine Daseinsberechtigung behält? Das ist richtig, bloß auch bei der Haptik muss man überlegen, um eine Haptik einschätzen zu können, muss ich ein Vorwissen haben. Und dieses Vorwissen geht halt bei den Kunden immer weiter verloren. Und deswegen hören sie halt immer mehr darauf, was halt bei Amazon steht, was halt irgendwelche Influencer ihnen erzählen. Okay, das ist eine super Tasche, weil es Leder. Ich glaube persönlich daran, dass viele Kunden Lederprodukte in die Hand nehmen und gar nicht wissen, ob es echtes oder Kunstleder zum Beispiel ist und sich da viel vortäuschen lassen. Und noch funktioniert das, aber irgendwann nicht mehr. Und wenn man da nicht ehrlich ist im Einzelhandel, verliert man diesen Vorteil. Wenn man aber ehrlich bleibt, dann hast du ihn. So, klar, dann hast du ihn. Aber trotzdem wird das jetzt kein Zukunftsmodell sein, nur auf die Haptik zu gehen. Ja. Ich meine aber eher so ein psychologischer Aspekt normalerweise. Also man geht ja an den Laden und streift dann mit der Hand über diesen Stapel von Pullovern oder was auch immer. Aber man muss die anfassen, ohne dass man den Pullover überhaupt kaufen will. Aber man muss irgendwie den inneren Drang haben, um dran rumzukrabbeln. Das hat man im Internet weniger. Man grabbelt die Tastatur an oder die Maus oder so, aber eben nicht das Produkt. Ist das vielleicht, also ja, könnte ich mir vorstellen, ja, klar. Wenn man den Kunden schon mal dann ganz nett. Na klar, es gibt ja auch die Kundschaft, die auch weiter in die Stadt gehen wird. So, die Frage ist bloß, wie groß ist sie? Wie groß ist die Kundschaft, die sich dafür die Zeit nimmt und die Zeit hat, das zu machen? Vielleicht jetzt die Generation, die jetzt 35 bis 50 ist, die macht das vielleicht noch. Und vielleicht auch noch meine Generation, die 20 bis 35 jetzt ist. Aber was ist mit der Generation danach? Die ist vielleicht gar nicht mehr interessiert daran. Die versteht das Konzept Innenstadt gar nicht mehr. Weil sie weiß, okay, Orte Zusammenkunft sind jetzt nicht mehr die Rostock-Innenstadt, sondern Snapchat und Instagram oder Facebook. Aber Innenstadt ist nur Döner und Kino. Genau. So. Kino, also Kino wäre schön, wenn die Leute ins Kino gehen würden, aber das ist ja auch nicht mehr. Ne? Ja. Aber dann frage ich mich, ihr habt ja selber einen stationären Geschäft. Ja. Also, das ist ja dann wieder früh. Ja, na klar. Also, wir haben einen kleinen Flex-Store in Rostock und das ist halt einfach, um mit dem Kunden in Aktion zu kommen, ihn Fragen stellen zu können. Dafür ist es gut. Also wir haben oft Kunden, die halt reinkommen und was in die Hand nehmen und sagen, okay, das finde ich nicht so gut oder das finde ich super. Und dieses Feedback daraus ist uns das Wichtigste eigentlich. Also das bekommen wir dann immer noch. Und klar, einfach läuft gut. Für Rostocker mögen den Laden und deswegen haben wir den. So, aber das ist jetzt nicht irgendwie groß, dass der uns Umsatz bringt, sag ich mal so. Also es ist keine Expansion? Nee, jetzt nicht. Es kann sich ändern, wenn wir erkennen, okay, die Dinge verändern sich und es geht wieder mehr zum stationären Einzelhandel, was ich jetzt mal bezweifle, dann sind wir auch bereit, dazu flexibel umzuswitchen. Aber man könnte ja auch feststellen, dass einfach in Rostock nicht das Potenzial da ist. Ja, das nächste Problem halt mit den Ladengeschäften ist halt, du musst halt das Ladengeschäft selber anmieten, du musst das Personal anmieten, du musst die Lagefläche vor Ort bezahlen, das heißt, wir müssen die Preise wieder hochschrauben, wenn wir das selber machen. Das gilt auch genauso, wenn wir das in anderen Geschäften, zum Beispiel im Kaufhof, vertreiben würden. Das machen wir auch nicht einfach daher, weil wir dann halt dieser Mittelsmann wären, den wir unbedingt verhindern wollen. Weil dann müssten wir die Preise, keine Ahnung, wahrscheinlich verdoppeln. So. Und das wäre ein Problem. Ich habe nochmal eine ganz andere Frage. Die Taschen eigentlich direkt. Ja. Ich habe mal gehört, dass das Leder, aus dem die Taschen verarbeitet werden, direkt von eurem Chef aus dem Ausland importiert wird. Also dass er selber oder also ja, andere Mitarbeiter ins Ausland fahren und das Leder direkt vor Ort aussuchen und dann herholen. Also es ist nicht über den Lieferanten läuft oder ähnliches. Wie ist das? Ist das wirklich so oder ist das irgendwie nur so eine Theorie? Das ist ganz interessant. Ich sollte nächstes Mal was zu Gussleder sagen, weil gerade in Rostock sind so viele Gerüchte im Umlauf über uns. Nein, also es ist nicht so, weil wir produzieren gar nicht in Deutschland. So, ja, das sagen wir auch. Also Christian fährt dreimal im Jahr nach Indien, kontrolliert dort alles. Und es kommt halt auch darauf an, welche Linie du von uns hast. Also wir haben halt die Nature- und die Studio-Linie. Und die Nature-Linie ist halt transparent und nachhaltig produziert. Das heißt, ihr könnt bei uns auf der Webseite gucken, wo wurde die produziert, unter welchen Bedingungen.
Und nachhaltig halt, die ist pflanzlich gegerbt, das heißt ohne irgendwelche Chemie, nicht chromatisch gegerbt, wie du es sonst üblicherweise hast. Ja, und deswegen ist es nachhaltig und natürlich aus Freilandziegen. So. Er kann natürlich dann gar nicht alles kontrollieren, weil ständig der Bedarf ist halt zu hoch mittlerweile an Leder, als dass er das immer ständig könnte. Aber wir fliegen halt dreimal im Jahr hin und kontrollieren dort vor Ort alles, was dort passiert. Die Arbeitsbedingungen versuchen die ständig zu verbessern. Man darf sich das auch in Indien nicht so vorstellen wie in Deutschland, dass da irgendwie Produktionsbetriebe sind. Und da gehe ich hin. Also wir als Deutsche sind ja so, okay, da funktioniert ein Prozess nicht. Wir gehen hin, verbessern den. Das funktioniert in solchen Ländern zum Beispiel nicht so einfach. Das muss man Schritt für Schritt machen. Und da arbeiten wir dran. Ja. Ihr seid ja nun inzwischen auch schon sehr groß und liefert auch schon ins Ausland, ne? Wie ich gehört habe. Ganz Europa. Also eigentlich weltweit, ja. Wie kriegt ihr diesen, dass die Lager oder die Läger immer voll sind und dass die Leute immer das Produkt abrufen können, was gerade jetzt gewollt ist? Also das wird ja erst rüber transportiert von Indien. Und also wie läuft das? Bei, weiß ich nicht, wie viel? 10.000 Taschen? 10.000 Taschen im Monat? Mehr. ja, das ist ein Problem. Wir haben halt Partner. Wir verkaufen ja auch sehr, sehr viel über Amazon. Und Amazon hat zum Beispiel ein Multichannel Fulfillment. Das heißt, die verschicken auch für unsere Webseite zum Teil. Sonst ist es halt einfach, wird es aus Deutschland in die anderen Länder geschickt. In Europa funktioniert das noch, geht noch. Ist aber ein großes Problem für uns, weil die Kunden halt oftmals 5 Tage warten müssen. Ich meine, 5 Tage vor 10 Jahren, wenn man sich das überlegt, im Versandhandel waren gar nichts. Heute sind 5 Tage zu viel für den Kunden, dass er die Tasche nicht mehr kauft. Und da arbeiten wir dran. Und da kannst du halt verschiedene Strategien machen. Du kannst halt vor Ort Lager aufbauen, keine Frage. Musst dann natürlich aber halt auch, wir haben 1500 verschiedene Produkte, die musst du dann natürlich vorrätig dort haben. So. Und du weißt vorher nicht, welches Produkt sich wie verkauft. Oder du machst halt ein Lager in einem Land, zum Beispiel in Deutschland, musst dann aber mit höheren Versandkosten in die Länder rechnen und höheren Versandzeiten. Und wir sind gerade tatsächlich, das unser eins unserer größten Probleme, genau daraus zu finden, was machen wir. Ja. Das war die eigentliche Frage. Also alle Produkte sind hier in Deutschland vorrätig und von hier aus? Nicht alle. Ein kleiner Teil ist auch in den Amazon-Lagern in den einzelnen Ländern. Aber die meisten haben wir hier in Deutschland. Ja. Und die werden dann von hier verschickt. Gut. Da war noch eine Frage. Ja. Ist da eine optimale Lieferzeit, also wo du sagst, 1-2 Tage oder bei 3 Tagen springen sie ab? Oder? Naja, du musst dich halt an Amazon halten. Was verspricht Amazon? Amazon verspricht ja sogar, am nächsten Tag die Ware immer hinzubringen. Das haben die Kunden mittlerweile erkannt, dass es irgendwie, naja, nicht immer möglich ist, aber 2 Tage, also wenn du es am Montag bestellst, sollte es am Mittwoch da sein. Ja, das musst du schon bieten können. Alles darüber hinaus kriegst du halt sofort am Mittwoch die ersten Beschwerden, wo mein Paket bleibt. Ich meine, ihr seid ja als Kunden wahrscheinlich selber so. Ich bin ja auch so, das ist ja ganz normal. Wenn du so ein Gestellchen ziehen würdest, was ist so der Standardkunde, der deine Tasche kauft? Wie lange hat sie? 30 Sekunden. 30 Sekunden, oh Gott, der Standardkunde. Es kommt auch wieder darauf an, welches Produkte von uns kauft. Wir haben ja wie gesagt 2 Linien, Nature und Studio. Im Schnitt, ja. Also wahrscheinlich die Studentin im Alter, ja, unsere Zielgruppe ist eigentlich die Studentin im Alter 24 bis 36. Ich bin eine Studentin, natürlich sehr alt, aber nein, ich will jetzt kein beleidigen. Aber das ist eigentlich unsere Hauptzielgruppe, die sich natürlich mit dem Thema Transparenz und Nachhaltigkeit von Produkten auseinandersetzt. Das ist unsere Hauptzielgruppe.
We'll be right back.
Und möchte dann noch über mein Thema sprechen, Fußball. Und nicht so spezifisch jetzt, Hansa Rostock, HSV oder was weiß ich auch alles, sondern möchte euch mal so ein bisschen versuchen, den Fußball so ein bisschen näher zu bringen, was sich alles zwischen 1974, als wir Weltmeister waren, und 2014, als wir wieder Weltmeister geworden sind letztes Jahr, was sich da so ein bisschen alles verändert hat. Jetzt habe ich schon in die Runde geguckt, 1974, so viele waren da noch nicht geboren, so viele haben das noch nicht gesehen. Da war ich auch erst 9 Jahre. Aber da wollen wir mal anfangen. Also Fußball, ich möchte auch nicht jetzt über den Platz reden, sondern Fußball ist mehr als nur mit dem Ball spielen. Da haben wir die Spieler grundsätzlich von 1974 bis 2014, wenn man mal guckt, früher, wie sie alle Fußball gespielt haben, die Trikots, wie sie aussahen, wie sich das alles weiterentwickelt haben. Mein Vorredner war davor, also mein Vorredner, der das besprochen hat, der im Einzelhandel ist, der merkt das ja auch, wie sich das alles weiterentwickelt und ist genauso bei den Sachen, bei den Fußballern. Dann haben wir die Trainer, die Spieler, Medienabteilung, alles, was heutzutage da ist und was wichtig ist, die neuen Stadien eigentlich. Wenn man mal guckt, was 1974 für Stadien waren, da war die Leichtathletikbahn drumherum, da wurden Leichtathletik-Wettkämpfe gemacht und auch Fußball gespielt. So ist das ja eigentlich zustande gekommen. Und heute haben wir Stadien von 60, 70, 80.000 Zuschauern. Also es ist eigentlich mehr ein Event als alles andere. Also es ist nicht nur Fußball, sondern man kann mit der Familie hingehen. In Leverkusen zum Beispiel ist das Dach beheizt, damit es nicht so kalt ist auf den Rängen. Wir auf dem Platz haben wir Rasenheizung, deswegen liegen viele Spieler öfter mal da, weil es da wärmer ist, als wenn man draußen in der Kälte rumlaufen müsste. Ne? Also das kann alles durchaus sein bei den ganzen Sachen. Und dann haben wir Marketing, habe ich schon gesagt, und dann das Thema, was wir eben auch hatten, oder im ersten Thema Investoren. Die auch beim Fußball investieren, wenn ich mal sehe, Chelsea, Abramovic, der hat 750 Millionen in den FC Chelsea gesteckt. Das muss man sich mal reinziehen. Der verdient allerdings auch 3-4 Milliarden pro Jahr. Also da verdient jetzt das Peanuts, als wenn wir hier, nochmal Felix, danke für die Cola, wenn das rausgesetzt wird. Ja? Das sind so diese Verhältnismäßigkeiten. Aber ich finde es gut, wenn einer eben Langeweile hat und sagt, ich habe Geld übrig, ich investiere das. Der Umkehrschluss ist eigentlich aber auch, dass so eine Leute eben Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr richtig einschätzen können. Dass eben Spieler in England pro Woche bezahlt werden mit 250.000 Euro die Woche. Wird er nie wieder ausgeben können, wenn er nicht irgendwo investiert, wie beim FC Hansa Rostock, wo nichts rauskommt. Also das funktioniert dann nicht. Ja? Und deswegen muss man das immer wieder gucken. In Deutschland gibt es sowas nicht, wie in England. Weil in Deutschland gibt es die 50-plus-1-Regelung.
Da wird man vorbeugen, damit es eben nicht so eine Investoren gibt, die eben Schindluder betreiben und sagen, 2 Jahre lang schieße ich den Verein hoch, der bringt nichts mehr, jetzt nehme ich mein Geld wieder und dann ist der Verein am Boden. Völlig pleite, geht nichts mehr. Es gibt andere Beispiele, Hoffenheim, RB Leipzig, wo die ein bisschen Perspektive dahinter haben. Und dann finde ich das wiederum gut, dass sie das dann auch so machen. Weil die natürlich die Strukturen in diesem Verein nach oben bringen. Weil sie eben ihr Know-how da reinpacken, für den Nachwuchs was machen, Geld da reinstecken, dass die Kinder eben nicht auf der Straße sind, sondern von der Straße wegkommen. Und das finde ich dann in Ordnung und da bin ich dann auch dafür, dass das so machen. Und machen wir uns nichts vor, es gibt St. Pauli, es gibt Hansa Rostock, das sind Traditionsvereine. Aber ohne Geld werden die immer in der zweiten, dritten, vierten oder gegen Abstieg in der ersten Liga spielen. Bloß wenn sie erste Liga spielen würden, wären sie, glaube ich, auch schon froh. Auch das geht ja weiter, wenn man mal guckt. Da gibt es jetzt Fernsehgelder. Ich vergleiche das immer wieder zwischen England und Deutschland. In England gibt es Fernsehgelder, weil es da nur PTV gibt. Da verdient der Tabellen-20. Doppelt so viel wie der FC Bayern München in Deutschland. Die Verhältnismäßigkeit also wieder. Geld schießt nicht immer unbedingt Tore. Die Bayern sind Krösus, aber wir haben diese 50-plus-1-Regelung. Da wird alles erste, zweite Liga aufgeteilt, das Geld. In England nicht. Da gibt es nur für die erste Liga Kohle und nicht hier bei uns der Solidarpakt, der eigentlich mit den Bayern ist, weil die Bayern das Nonplusultra momentan in Deutschland sind. Das eigentlich schon seit Jahren, das haben sie sich verdient. Das machen sie ordentlich im Marketingbereich mit allem drum und dran. Da sind wir beim nächsten Thema. Marketing, wenn ihr mal seht, wie die Spieler früher ausgesehen haben, als ich zu meiner Zeit noch gespielt habe, da gab es Baumwollhemden, wenn es geregnet hat, hängen die hier unter. Das ging gar nicht. Und jetzt, Body betont. Wenn ihr guckt, Cristiano Ronaldo, beste Beispiel, was macht er immer? Hemd aus, Oberkörper frei. Das ist auch ein Blick, denke ich mal, für die Frauen, wenn sie dann gucken, Sixpack, guckt dann auf die Couch daneben, naja, gut. Ist nicht unbedingt. Aber da seht ihr auch, dass sich die Spieler auch weiterentwickelt haben. Früher bist du gekommen, hast Dienst nach Vorschrift gemacht und dann war es das. Heute hat Cristiano Ronaldo einen Personal Trainer, einen Psychologen, der ihm immer sagt, du bist der Beste, du bist der Beste, du bist der Beste. Alles andere funktioniert nicht, aber die geben dafür auch Geld aus. Aber die verdienen auch ein Schweinegeld, weil sie genau wissen, nur wenn ich gut bin, kann ich Geld verdienen. Und das ist so bei den jungen Spielern, das lerne ich auch immer kennen, 16, 17 Jahre, 18 Jahre, wenn die Eltern dahinter sind, du musst einen Profivertrag kriegen, du musst einen Profivertrag kriegen. Da guckst du und sagst, der kann den Ball nicht dreimal hochhalten, wie soll der einen Profivertrag kriegen? Ja? Das funktioniert dann immer nicht. Und das muss man erstmal im Kopf reinkriegen. Und deswegen ist es immer schwer. Dritte Liga, da gibt es dann die Ausnahmen, da wirst du nie viel Geld verdienen. Jetzt ist wieder die Frage, was ist viel? 5.000 Euro, viel Geld? 10.000, 15, 20? Das ist wieder Angebot und Nachfrage bei diesen ganzen Teilen. Ich hatte neulich mal eine kleine Episode am Rande, war so ein ARD-Fernsehteam da und da haben die auch gesagt, die verdienen viel zu viel Geld. Ich sage, jetzt kommt ProSieben und sagt zu dir, du kriegst das doppelte Gehalt. Gehst du dahin oder nicht? Ja. Ich sage, und, was machst du jetzt anders? Nichts. Hält seine Kamera, macht 8 Stunden Arbeit und verdient das Doppelte. Und genauso ist es bei den Fußballern. Irgendwo gibt es Angebot und Nachfrage. Wenn der Verein X kommt und sagt, du kriegst bei mir 5 und Y sagt, du kriegst bei mir 15 und dann kommt noch ein ganz anderer, sagt 25, wo soll der Spieler hingehen? Ist doch klar, der spielt nur 10 Jahre, der muss so viel Geld wie möglich verdienen und deswegen ist es für mich auch legitim zu sagen, da wo das meiste Geld ist, da kann der Spieler auch hingehen. Ob der dann seine Leistung da bringt, ob der sich da wohlfühlt, da sind wir bei dem anderen Thema. Das Trainerteam ist wichtig. Hier fühle ich mich wohl, aber hier verdiene ich nur 5.000 Euro. Jetzt gehe ich zum anderen Verein, da verdiene ich das Doppelte, sitze aber auf der Bank, sitze auf der Tribüne und der Trainer guckt mich mit dem Arsch nicht an. Was möchte ich dann machen? Möchte ich Fußball spielen oder nicht? Gehe ich dann wieder den Schritt zurück und sage, ich gehe doch wieder in die dritte Liga und mache dann und spiele? Oder ich bleibe da sitzen und sitze meinen Vertrag für 3 Jahre aus und sitze dann auf der Tribüne. Also das ist eine Mentalitätssache eines jeden Einzelnen. Und das merken wir momentan bei Hansa Rostock ja auch. Du kriegst keine Spieler hierher. Weil die eben sagen, dann lieber Arbeitslosengeld. Das ist genauso viel, als wenn ich bei Hansa spielen würde. Ja, ist traurig, aber es ist momentan so, was die dritte Liga insgesamt betrifft. Aber nochmal, muss ich wieder davor gehen. Was ist eben viel? 5.000 Euro brutto, 8.000, da sind Geschäftsführer, die lächeln über diese Summe. Deswegen muss man gucken, 7 Tage die Woche,
Du hast sicherlich 3-4 Wochen Urlaub, du kannst dir das so ordentlich leisten. Zu meiner Zeit war das auch mal, was ich verdient habe, habe ich gesagt, was ich verdient habe, oh, da kann ich ja 5.000 beiseite legen. Das macht man nicht. Das geht einfach so nicht. Nein, weil der Lebensstandard wird doch einfach ein ganz anderer. Das ist ja so. Jetzt, ich sag mal, jetzt gibt es 2.000 Euro, damit könnt ihr leben. Wenn es 3 gibt, dann sagt ihr nicht, ich lege jetzt 1.000 jeden Monat beiseite. Das merkt ihr, wenn ihr Prämie kriegt oder sonst was auch. Dann freut ihr euch, dann leiste ich mir das, dann leiste ich mir dieses und jenes. Und im Endeffekt bleibt dann doch nicht so viel übrig. Und das ist bei Fußballern auf dem Niveau. Dann fahren die eben für 5.000 in Urlaub, aber das Geld ist dann auch weg. Und wenn sie mit 30, 32 aufhören, dann müssen sie auch arbeiten gehen, wie jeder andere auch. Und dann muss man dann seinen ganzen Lebensstandard wieder runterschrauben. Und das funktioniert oder funktioniert nicht. Und deswegen haben es eigentlich nur maximal 10% der Bundesliga-Profis haben es mal geschafft. Die brauchen danach nie wieder arbeiten. Dann hast du noch 20%, die damit gut auskommen können und auch arbeiten müssen. Und alles, was davor ist, 60% oder 30% davon, ich will nicht sagen, dass die Hartz IV sind, aber die haben es schwer im normalen Leben, weil sie halt jahrelang getüdelt wurden. Mit Physiotherapeuten, mit Autos und was weiß ich nicht alles. Da guckt ja keiner drauf. Ist ja klar, wenn ich monatlich so viel Geld verdiene, dann kann ich es auch ausgeben. Aber was mache ich dann nach der Karriere? Ne? Wo sind wir denn? Dann sind wir bei den Medien. Das ist dasselbe. Also Medien, Zeitung, Fernsehen etc., wenn ihr das seht. Also ich ärgere mich persönlich ungemein, wenn ich unsere Reporter höre, die keine Ahnung von Fußball haben, aber sich dann hinstellen und welche hoch- oder runterschreiben. So ein Beispiel, Philipp Lahm kann machen, was er will, der macht alles richtig. Ein Spieler von Darmstadt, oh, ist das ein Blinder. Beide machen dieselbe Aktion und deswegen die Macht dieser Reporter, die ist einfach immens. Das darf man sich nicht vorstellen, weil der sagt permanent, du bist gut und du bist eine Pfeife. Und jetzt überlegt der Trainer auch und sagt, eigentlich fand ich den gar nicht so schlecht, aber wenn der sagt, er war eine Pfeife, du bist mal auf der Bank. Und so geht das immer weiter, das ganze Thema. Also das ist diese Medienwirksamkeit, das ist genauso bei der Presse, ne? Wenn ihr nächsten Tag wieder die Zeitschrift lest, der HSV hat 1-0 verloren, oh, ein HSV-Fan hier? Nein. Gott sei Dank. Da geht das auch immer. Der Anspruch und Wirklichkeit. Der HSV, die geben 150 Millionen aus für jeden Etat und spielen seit 3 Jahren gegen Abstieg. Also kann das Geld schießt doch keine Tore. Da siehst du Darmstadt, die haben Etat von 15 Millionen, die mischen die Liga momentan auf, weil es ein Team ist, weil es eine Mannschaft ist und weil die ein funktionierendes Trainerteam haben. Und das hat sich auch wieder geändert, Trainerteams. Früher an der Seite saßen 2 Trainer, der Cheftrainer und der Co-Trainer. Wenn du heute mal auf die Bank guckst, da sitzen 7 Ersatzspieler und 20 Betreuer. Du hast einen Torwarttrainer, einen Fitnesstrainer, einen Psychologen, einen Physiotherapeuten, einen Arzt. Also alles, was für diese Mannschaft, für dieses Umfeld wichtig ist. Und die müssen auch alle bezahlt werden. Deswegen können sich die Bayern das leisten. Aber man darf sich halt nicht mit den Bayern vergleichen. Man darf eben nicht sagen, wir brauchen auch 2 Physiotherapeuten. Wir brauchen auch 2 Ärzte. Wir brauchen auch das. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Und da muss man auch die Spieler verstehen, dass die sich einfach selber an die Nase fassen und sagen, was ist für mich wichtig? So wie ich es vorhin gesagt habe bei Cristiano Ronaldo, der hat einen Personal Trainer. Der hat Urlaub. Der hat 3 Wochen Urlaub, aber auch in den 3 Wochen geht er nicht Bier saufen oder sonst was, da weiß der ganz genau, wenn ich 2 Kilo zu viel habe, dann muss ich eine Woche trainieren, um das wieder runterzukriegen. Also mache ich es erst gar nicht. Also fange ich erst gar nicht an. Und dann ist es das Nächste. Früher, zu meiner Zeit, gab es Mannschaftsabende. Da wurde gesoffen, da wurde sich die Meinung gesagt und dann bist du auseinandergegangen. Heute hast du mit 20 Spielern einen Mannschaftsabend. Davon sind 5 verheiratet, die dürfen nicht. Mensch, verging aber schnell die Zeit. Nee, jetzt nicht, bitte. Danke, warte mal. Ist das Ihrer? Nein. Ja. Da kommt schon direkt die Frage. Oh, ja. Ich wollte fragen, was der letzte Satz zu Ende ging. Sag mal bitte, wie habe ich damit angefangen? Ist die Hälfte verheiratet? Oder ja, das sind bei Mannschaftsabenden. Das sind 5 sind Ausländer, die dürfen keinen Alkohol trinken. So. 5 sind verlobt, die müssen dann um 20 Uhr nach Hause und die anderen 5 sind so voll, die merken nächsten Tag nichts mehr. Weil die das alles mittrinken müssen, was die eingekauft haben, was die anderen nicht schaffen. Ja? Und das ist eben das, was mir so ein bisschen fehlt, dieses Team Spirit einfach. Dass man einfach ein bisschen was zusammen macht, um Erfolg zu haben.
Aber das hängt auch mit der Medienlandschaft zusammen, was ich vorhin gesagt habe. Das hängt mit Facebook, mit allen zusammen. Ist doch klar, wenn ich weggehe und trinke ein Bier irgendwo und dann kommen ihr beide und sagt dann, oh, guck mal, da ist er. Foto gemacht, nächsten Tag, wie, 21 Uhr und ein Bier. Das ist schon das 8. Bier, das 10., das 12., das 20. Und der ist besoffen rausgegangen. Du kannst dich dagegen einfach nicht wehren. Das ist einfach so. Und deswegen ist das so ein bisschen schade eigentlich, dass die Spieler, solange sie Profis sind, kein öffentliches Leben haben. Also kein freies Leben haben, ist egal, wo sie in der Öffentlichkeit sind und du gerade mit der Mannschaft nicht erfolgreich bist, bist du am Pranger. Das ist einfach so. Während die anderen, gibt es auch genug Beispiele bei uns, wir sind aufgestiegen, war ein Torwart, der ist mit Alkohol Auto gefahren, dann kam die Polizei, hat sich da hingesetzt, hat gesagt, setzen Sie sich bitte mal rüber, ich hole einen Kollegen, wir fahren Sie nach Hause. Das war Anfang der 90er. Heute fährst du keine 10 Meter hier raus, wenn die sehen, ich habe 2 Bier getrunken, dann stehen sie da vorne auf der Ecke und sagen, so, und dann wird das ganz groß ausgeschlachtet. Deswegen, du hast kein Privatleben mehr bei diesen ganzen Sachen. Und wer das möchte, weiß ich nicht. Also man verzichtet doch schon auf ganz schön viel. Kann ich euch nur so sagen. Du sprachst den Spagat an zwischen dem Profitum und der Zeit danach. Ja. Wie schwer ist dir das eigentlich wirklich, also dann wirklich selber auch gefallen? Also jetzt ist das okay, die Karriere neigt sich dem Ende zu, jetzt meinen eigenen Weg. Und was hast du denn, also viele wissen das ja gar nicht, also was hast du denn eigentlich gemacht, als es jetzt aufgehört hat mit dem Fußball? Also, na grundsätzlich war es bei mir etwas anders. Ich hatte ja 93 ein paar Läden hier, Sportladen, Herrenausstatter, da sind wir wieder bei deinem Thema. Ich bin froh im Nachhinein, dass ich dann irgendwann alles aufgegeben habe. Hab mir eine blutige Nase geholt, ganz schön geblutet, aber ich war froh, dass das alles vorbei war, weil Einzelhandel ist nicht so unbedingt so lukrativ. Dadurch kommen die anderen Sachen jetzt ja alle raus. Das hatte ich aufgebaut und das musste ich dann so kurz vor Karriereende mitkriegen. Tja, das ist es nicht so richtig. Ja, und dann habe ich angefangen, Trainerschein zu machen. Und dann habe ich so gedacht, na Trainer, so richtig willst du das auch nicht machen. Und jetzt habe ich bei Babelsberg Vermarktung angefangen. Das war meine letzte Station als Spieler. Und dann habe ich das Umfeld kennengelernt und habe dann gesagt, okay, Marketing kann ich mir vorstellen. Sponsoren ranzusuchen für den Verein. Habe eine ganz gute Ansprache. Die verstehen mich, die wissen, was ich will. Nehme ich Kohle von ihnen für den Verein, damit wir Spieler bezahlen können. Das habe ich dann ein Jahr in Babelsberg gemacht, dann noch ein Jahr bei Turbine Potsdam, bei den Frauen, beim Frauenfußball. Also ein Jahr, also Frauenfußball kenne ich mich auch aus bei dem einen oder anderen Thema. Ja, und dann wollte ich damit eigentlich nichts mehr zu tun haben, bin nach Rostock wieder zurückgekommen. Ja, und seitdem bin ich beim FC Hansa Rostock so ein bisschen und mache da die Vermarktung. Also ich bin im Prinzip ja nie so richtig arbeitslos gewesen oder vom Fußball weggekommen. Macht mir Spaß, auch in schwierigen Situationen. Also nochmal auf das Thema Sozialisierung sozusagen, also was kommt nach dem Fußball? Er ist Vertragsdesigner. Es hört sich wirklich so an, als wenn man also das Fußball einen nicht nur interessenmäßig, sondern auch dann beruflich weiter begleitet. Oder gibt es da auch so Ausbildungsbeispiele, die dann quasi weg vom Fußball noch was ganz anderes gemacht haben? Oder ist das wirklich so, dass man immer beim Fußball bleibt und dann quasi in Funktionen reinrutscht? Oder Trainer? Gar nicht, das ist die Ausnahme. Das ist eigentlich die Ausnahme. Ja. Also die als Spieler, hört sich jetzt blöd an, aber schon Führungsspieler waren und schon immer wussten, was sie werden wollen, wie es weitergeht, die versucht der Verein sowieso zu binden, zu halten, damit sie sich identifizieren. Damit die Fans, die Zuschauer das alles wissen, guck mal, der macht jetzt weiter bei uns, der ist wichtig, den kenne ich auch, den kann ich ansprechen. Gibt andere, ich sage dann immer, was ist wichtig beim Fußballer? Hört sich blöd an, aber manchmal ist gut, wenn du einen 8-Klassenschüler hast, der sich nicht so viel Gedanken macht. Der einfach sagt, gib mir eine Pille, ich hau rein. Als wenn ein Student kommt oder hochintelligent und sagt, wenn wir die nächsten beiden Spiele verlieren, steigen wir ab. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch einen Vertrag kriege, ob ich das kriege, dieses hier. Der macht sich damit fertig, der schläft schlecht und. Und so spielt er auch Fußball. Deswegen sage ich ja, dann ist manchmal so einer, der so, was ist denn jetzt der? Gib mir einen Ball. Klingt blöd, ist aber so. Deswegen ist es so schwierig, das zu kriegen. Und genauso ist es bei den Trainern ja auch. Die Ansprache ist wichtig. Weil du musst 20 Charaktere unter einen Hut kriegen. Und da siehst du schon von vornherein,
mit dem brauche ich gar nicht reden. Wenn ich den jetzt anmache, dann heult er, dann geht er hier raus. Oder den anderen kann ich sagen, du Sack, was machst du hier eigentlich ganz heute? Der stellt sich so überwohnt. Also das ist nicht so einfach. Also du kannst auch nicht sagen, der bleibt beim Fußball, der bleibt nicht beim Fußball. Ne? Also da gibt es aber jetzt VDV, Verein der Vertragsfußballer ist, die fangen eigentlich viele auf. Da kannst du dich weiterbilden, da kannst du, die haben auch ein gutes Netzwerk dahinter, aber das ist halt in Duisburg und ich bin in Rostock. Also müsste ich theoretisch dahin, um das alles weiterzumachen. Also für uns hier oben als Rostocker bist du eigentlich ein Arschstelle. Für alle Sachen, für alle Vergünstigungen, alles was du kriegst, alles was sie dir anbieten, ist alles Köln, Frankfurt, da der Raum. Und da müsstest du eigentlich leben, dann hast du, ich will nicht sagen ausgesorgt, aber zumindest ist für deine Zukunft gesorgt dann auch. Ob du das nachher machen willst, was sie dir alles anbieten, das ist eine andere Sache. Das ist aber wie bei Jugendlichen ja auch, der möchte ja auch, mein Sohn möchte auch gerne selbstständig werden. Er sagt aber, ich kann aber nicht mit Leuten reden. Ja, du kennst die alle. Na, ich sage, ich lerne sie ja auch kennen. Ja, aber immer wenn ich dich sehe, dann kennst du den schon. Ich sage, ja, aber der versteht das dann einfach nicht. Der möchte auch selbstständig werden, weiß aber nicht wie. Sondern muss er eben einen Job nehmen, wo er 8,75 arbeitet, wo er Geld verdient regelmäßig. Und das hat er jetzt begriffen. So, und deswegen hat er jetzt aufgehört mit Fußball und kümmert sich um seine Lehre. Dauert manchmal bei Jungs immer ein bisschen länger als bei Mädels. Bei meiner Tochter war das überschaubarer, aber sonst geht das alles. Sie denken länger nach. Oder so. Ne? Die Hand, nee, ne? Nur wieder ja, ja. Nur positiv von Ihnen. Welche Rolle spielen eigentlich die Fußballberater? Man weiß ja, amerikanische Sport sind so sehr groß. Ja, das ist ein Übel eigentlich, weil du kriegst schon mit 10, 12 Jahren, weil da gibt es Lehrgänge, wo viele Spieler sind, wo die Besten, wo eigentlich jeder Verein seine 2, 3 Besten hinschickt, das sind Lehrgänge und da wirst du auf der Tribüne sehen, wenn da 100 sitzen, sind davon 99 Berater. So, und die kommen dann auch danach und gehen dann dahin, du wirst ein Großer, wenn du bei mir bist. So, und das ist das immer, wo ich mich dann gegen gesträubt habe, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt 3 Torhüter habe und Verein X kommt und sagt, ich brauche einen Torhüter, so, dich nehme ich. Dann kommen die anderen und sagen, warum ich nicht? Davor habe ich mich immer so ein bisschen gescheut, weil eigentlich möchte man das jedem recht machen, aber das geht einfach nicht. Und dann musst du skrupellos sein. Dann musst du sagen, der, für den will ich 10.000 haben. Das ist eben der Berater, der auch zu dem sagt, da musst du nicht hingehen zu Hansa Rostock, da kriegst du nur 4. Dann bleib lieber zu Hause, auf der Couch, irgendwann kriege ich schon einen Verein für dich. Und nach 6 Monaten fällt ihm ein, Mensch, der sitzt ja immer noch zu Hause. Der hat dann gar keinen Verein da. Naja, wenn er sich nicht meldet, dann kriegt er halt keinen. Also das gibt auch schwarze Schafe, die viel mit Ausländern arbeiten, die sie jetzt anbieten für einen Tausender. Dann bringen sie dir ein Video, dann schießt er gerade einen Knick und dann kommt er her und dann lässt du den eine Runde laufen und dann pumpt er wie ein Maikäfer. Also sowas brauchst du da nicht. Und der erklärt dem aber, wenn du zu Hansa gehst, da kriegst du, da machen wir und das alles. Der versteht ihn nicht, der rennt nur hinterher und wundert sich dann, dass er wieder nach Hause fahren darf. Also es gibt auch Ausnahmen, aber das ist eben, du musst mal einen Nationalspieler haben, dann ist es ein bisschen seriöser. Aber trotzdem gibt es zu viele, die das nicht packen. Ja. Wir haben ja jetzt mittlerweile schon zig Kameras, Torkameras, diese Kameras, die über dem Spielfeld schweben. Jetzt habe ich gesehen bei Barcelona Xavi, der hat so Shirts und Kameras in der Brust getestet, dass man halt den Spieler direkt quasi nachvollziehen kann. Genau. Glaubst du, es gibt da irgendwann mal einen Schluss? Nee. Oder was denkst du, wo geht's so hin mit der Berichterstattung? Das ist die Technik, die sich doch immer weiterentwickelt bei dem ganzen Thema. Und ich weiß auch nicht, warum sich der Fußball dagegen verweigert, Tortechnik einzusetzen oder für knifflige Entscheidungen die Technik zu machen. Weil das dauert 5 Sekunden, dann wissen wir alle, das war das und das war es nicht. Sicherlich ist es bei Foulspielen immer unterschiedlich. Der eine bewertet das so, der andere sagt dann, das ist Härte, da gibt es einen Elfmeter oder auch nicht. Also das müsste man schon eingrenzen, weil du ja immer 2 Meinungen hast. Der sagt, der hat ihn berührt, der sagt, nein, der ist gegengelaufen. Und so funktioniert das nicht. Das ist wie bei den Elfmetern. Das ist wieder mit dem Reporter, der sagt, oh, klare Elfmeter. Der andere sagt, nee, der hat sich reinfallen lassen. So, wo willst du das machen? Da kriegst du keine einheitliche Linie hin. Und auch durch den Beweis wird das nicht so sein. Da wird viel mehr Diskussion kommen. Und dann werden 2 von beiden Parteien werden dann daneben stehen und sagen, faul, nein. Und dann geht das hin und her. Und dann zack, Schere, Stein, Papier. Ich habe gewonnen, Elfmeter. Weil alles andere bringt ja nichts. Deswegen sind ja diese Diskussionen immer da. War es Elfmeter? War es aus? War es kein aus? Und du kannst da damit auch viel verfälschen. Das kommt ja auch noch dazu. Durch diese, eine Zehntelsekunde später, dann steht er 1 Meter im Abseits.
lässt du das Bild weiterlaufen und jetzt verlässt der Ball, oh, kein Abseits. Also wie du es machst, du hast immer ein Für und ein Wider. Ich würde es so lassen, wie es jetzt ist. Bei dem ganzen, mit Torbeweis haben wir jetzt gesehen, das reicht aus. Und du hast da sogar, du hast den vierten und fünften Schiedsrichter neben dem Tor. Und selbst die sehen das ja nicht. Und das Ganze aus Vermarktungssicht? Also jetzt so eine Kamera in der Brust oder sonst was? Na, das können die ja individuell machen. Ich weiß auch nicht. Irgendwann wird die FIFA da auch einen Riegel vorschieben. Ja. Dass du dann eine Brille hast oder so ein Ding drauf. Oder was weiß ich auch mal. An den Fußballschuhe vielleicht noch. Dann wird immer gleich gemessen. Ja, also, weil du den Ball getroffen hast. Ja, zum Beispiel. Der war, also zum Fußball wollen auch Fehlentscheidungen haben. Ja, klar. Nicht gegebenes Tor, deswegen finde ich Technik nicht so toll, aber hat denn Rostock schon mal Geld gesehen für Toni Kroos? Ich habe das ja verfolgt. Ja. Aus Spanien auch? Auch aus Spanien, ja. Ja, ja. Hansa Rostock heute eigentlich reden, weil das Thema, das tut mir in der Seele weh. Der Trainer stellt die Mannschaft zusammen und wenn er das nicht hinkriegt, dass die funktioniert, dann ist der Trainer halt schuld. So, und es gibt ja genug Beispiele, wo der Spieler kommt, wo er gute Leistung bringt und irgendwann runterfällt. Also da habe ich auch mit. Danke, Heiko. Jawohl, bitte. Bedanke mich. Ich bin noch ein bisschen hier. 2 Minuten. Nein. Genau. Alles gut. Ist nämlich grundsätzlich unser Abend ist immer in 2 Teile geteilt. Einmal die 3 Talks. Und jetzt ist es nämlich weiter. Ich hoffe, ihr habt ein paar Visitenkarten dabei. Ich würde nämlich den Netzwerk nennen. Es ist noch jede Menge Freibier und anderes gefühlt. Wer schön, noch ganz kurz sagen, an Heiko Konrad und Sven. Die können auch mal kräftig blöckern. Das ist alles, was ihr nicht losgebrochen seid. Und dann schieben wir vielleicht gleich noch ein bisschen die Bänke zur Seite, dann hängen wir noch ein bisschen ab, vielleicht noch ein bisschen ab, bis noch ein bisschen. Open End, also. Open End ist das Bier, alle Thorsten kommt noch rein. Kommt noch rein. Wir haben auch M und O Bier, ne? Genau, M und O Bier. Und Rostocker und Astra habe ich gesehen. Extra geholt von Astra, komm. Wer ist eigentlich, was uns gerade mal interessiert, wie seid ihr auf uns gekommen? Wer kennt zum Beispiel Meetup? Plattform. Das sind 2. 3, 4. Okay. Ein Zehntel. Unsere Hauptplattform ist Meetup. Wie ihr seht, wir machen das in 5 Städten. Meetup ist so eine Plattform, anders als Xing oder Facebook, die hat einen ganz starken Event-Fokus. Das heißt, wenn sich da 10 anmelden, kommen tatsächlich irgendwie zumindest 7 oder 8. Bei Facebook ist das irgendwie einer von 10. Deswegen haben wir gesagt, okay, Meetup, meldet euch ruhig da an. Wir sind nämlich ganz stark auf euch angewiesen, weil ihr seid die Multiplikatoren. Wir wollen das ganz gerne auch ein bisschen größer und aktiver hier gestalten, dass wir echt ein bisschen das Netzwerk anschieben. Redet gerne drüber, teilt es. Ihr findet uns natürlich auf Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Ja, ihr seid praktisch. Meine Frage an dich, wie schafft man es denn, Meetup hier in Rostock zu vergrößern? Ich habe mich angemeldet, es sind ja kaum welche, die hier in Rostock bleiben. Also wir sind ja hier schon die größte Gruppe mit 61 Mitgliedern. Ja. Da ist wie gestartet. Aber ich meine, ist das, können wir das nicht steuern oder so? Das kannst du steuern, indem du drüber redest. Das ist Gruppendynamik. Ne? Also, wie gesagt, fantastisch. Hallo. Ich habe es ja noch schon zu Felix gesagt. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr Aufklärung betreiben. Also über die ganze Geschichte an sich. Ich bin durch Felix auch aufmerksam geworden. Ich gucke so, okay, alles klar, Heiko, ne, der Referiert, kenne ich ein bisschen. So, okay, was passiert da sonst so? Also dieses, auch wenn es 12 Minuten ist, ist nicht eindeutig klar, was wirklich dahinter steckt. Was doch heute eigentlich. Also das ist genau das. Also nee, weil ich logischerweise nicht, weil bei mir auch ein bisschen okay, schnell war. Also aus meiner Wahl. Nice to know, Heiko. Genau, so nice to know. Ein bisschen referiert, so ein kleines Geld wert, das war alles schick für mich. Aber das, was sie am Anfang gemacht hat, dass du dich hinstellst, sie sagst, das, ne, das ist der Abend heute und das wird uns hier heute erwarten. Ich glaube, das muss in anderer Form, ich weiß nicht, viel Text wird es wahrscheinlich jetzt nicht bringen, aber. Bei YouTube gibt es schon ein bisschen was. Das Problem ist natürlich immer, wir leben davon, dass die Leute drüber reden. Dass die Leute ja, da gibt es euch recht, aber irgendwie. Aber was wir machen werden, und das passt zu dem, was du gesagt hast, wir bauen eine neue Seite. Und auf der Seite ist ein bisschen klarer, wer ist eigentlich am Start bei der ganzen Nummer, wer macht da mit, gibt es einen Podcast, um was geht es eigentlich? Ja, und was war vorher? Das vielleicht auch schon. Genau, und vorher war das Ziel, damals, als wir gestartet sind, haben wir gesagt, wir wollen einfach New Economy und Old Economy zusammenbringen. Ja. Weil auf was wir keinen Bock mehr hatten, Olli und ich saßen irgendwann mal, und ich sag's ganz ehrlich, ich habe dann neben ihm gesagt, nach einer Stunde habe ich gesagt, Alter, mir schlägt der Arsch ein. Ja, als ich so einen Vortrag gehört habe. Und dann hat er gesagt zu mir so, oh, ich muss auf Klo. Und dann hat er gesagt so, ja, okay, wie können wir das jetzt eigentlich ändern? Und dann haben wir gesagt so, ja, dann lass uns mal irgendwie ändern. Und dann kam ja mit Gregor auf die gute Idee, irgendwie so ein Format zu gründen.
Und dann haben wir gesagt, ja, irgendwie, du triffst halt Leute, ich meine, das hört sich jetzt ein bisschen abgehoben an, aber uns hat es auch überhaupt nicht tangiert. Wir haben halt gesagt, so, du triffst halt manchmal Leute auf irgendwelchen, ich sag mal, Gründer-Events, nennen wir mal die Startup, dieses Buzzword, die dann irgendwie sagen, ja, Alter, ich bin CEO. Und dann sagst du so, krass, Alter, wie viele Mitarbeiter hast du denn? Ja, ein, mehr. Ja, dann sagst du so, Digga, bist du Einzelkaufmann oder sowas, ja. Und dann hast du gesagt, so, okay, und dann steht da so ein gestandener Unternehmer neben dir, der irgendwie schon zwei Firmen gegründet hat und ein ziemlich cooles Netzwerk aufgebaut hat, komplett mit dieser entsprechenden Ruhe, ne, so wie Heiko das jetzt auch beschrieben hat und Sven, der die Herausforderungen beschrieben hat und so, wo du wirklich sagst, so, Alter, wieso redet ihr beide eigentlich nicht mal miteinander? So, und das wäre ganz cool, weil dann bist du ein bisschen leiser und du kannst mal sagen, wie es gut läuft und laufen kann, weil Lebenserfahrung bringt halt auch viel. Und Heiko erzählt ja auch, wie es auch anders laufen kann, aber dann haben wir ja auch einen anderen Weg gefunden. Und das ist halt teamunabhängig und wir haben dann halt gesagt, so, ja, dann machen wir das halt auch. Und deswegen ist es halt auch nie ein vorgeschriebenes Thema. Es ist immer so, Leute, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt einen coolen Vortrag und ihr wollt Leute begeistern, dann haltet den und irgendwann ist es so entstanden aus 30 Zuschauern. Und vielleicht muss es genauso, wie du es gerade erzählt hast, muss da irgendwie... Ja, ich mach es gibt, bei YouTube was, aber es ist tatsächlich immer Aufklärungsarbeit. Deswegen blieben wir tatsächlich darüber, dass wenn ihr das gut findet, dass ihr darüber sprecht, alles klar. Aber das Ziel ist halt New Economy, Old Economy zusammen. Also wir wollen Leute zusammenbringen, die... Der eine erzählt was und das ist ein Learning und der nächste erzählt was und sagt, krass, das wusste ich gar nicht, cool, dass ich es gehört habe. Mhm. So, ich glaube, bei Sven habe ich mir gerade irgendwie 20 Notizen gemacht und Heiko hat mir gerade erklärt, was Fußball ist. Ja, ich mein Gott, ich habe nichts mit Fußball am Hut. Also, es gibt halt so 1000 Themen und Konrad erklärt mir Sachen, die ich jetzt in meiner Firma als Startup, die da sitzen und ich sage, Leute, wir müssen hier aufräumen. Ja? Und ich sehe es da genau, das Foto habe ich gemacht, ich habe es meinen Kollegen geschickt und habe gesagt, wir brauchen eine Ordnerstruktur. Ja, aber genau, das ist das Ergebnis, was wir haben wollen. Und danach sagen Leute, alle interessieren sich für die gleichen Themen, deswegen seid ihr alle hier. Und danach setzt ihr sich zusammen und sagst, bei dem Bier, das ist immer ganz gut, oder Sekt, oder Wein, oder Tee, oder was auch immer, über so Themen zu schnacken. So, irgendwie kamen wir da drauf, es hat gut funktioniert. Und in Hamburg haben wir 120 Leute am Start, oft. Sogar wenn es heiß ist, sind da 90 Menschen, ich weiß nicht warum, aber die kommen halt, weil die Bock haben, da zu bleiben. Und ich glaube, das startet hier in Rostock ganz cool. Und ich bin schwer begeistert, ich muss auch nochmal Lob sagen an diese ganze Technikgeschichte hier. Ich habe hier zig SMS gekriegt, hier, Digga, ich sehe dich da, wink mal eine Runde. Und als Sven seinen Vortrag gehalten hat, habe ich so schön in die Kamera gewunken, ja, da stand dann nur, ist er denn total bescheuert, was winkt er mir denn? Ja, also ziemlich cooles Equipment und geile Location. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn du so ein Ökosystem hast wie Hamburg oder Berlin, die sind alle gewohnt, die sind zugebombt mit Events. Das ist die sind halt alles CEO. Genau. Da schmeißt du halt ein Event in den Topf und dann kommen ganz viele Leute auf einmal. Das ist natürlich wesentlich leichter dann auch. Und deswegen ist es für uns auch in Rostock ein Stück weit ein Experiment. Wir haben mal so eine Universitätsstadt, die dann auch schon, Martin und ich sind sogar Rostocker. Also ich komme aus der Wahrheit. Das Ganze. Aber wir wollen euch ja gar nicht ewig lange vollquatschen. Leider fehlt noch auch der Mikey, praktisch der dritte im Bunde von der Rostock Gang, weil die warten leider ein bisschen was. Egal. Aber der ist das nächste Mal auf jeden Fall noch stark. Jetzt genug geladen, oder? Oder hast du noch einen Quatsch? Ich würde das Thema von Heiko gerne aufgreifen, ne? diese Teamdynamik, wo wir stehen zusammen, wir trinken jetzt heute Abend mal ein und lassen das Knocke austrinken. Ich wusste, wo ich das begeistert habe. Lass mal wissen. Würden wir das gerne weiter? Ich habe keine Idee zu gehen. Gleichzeitig herzlich zum nächsten Mal einladen, tragt das weiter, tragt das nach draußen. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart und das wäre das zum nächsten Mal. Also, ja. Wann ist denn das nächste Mal? Habt ihr schon einen Termin? Es ist Anfang Januar. Ist Anfang okay. Januar. Wir machen es hier erstmal jeden zweiten Monat, also alle zwei Monate. In Hamburg, Berlin und München spielen es monatlich. Wir müssen erstmal das ganze Idee erstmal ein bisschen anlaufen lassen. Und akquirieren auch gerne Speaker. Wenn ich für Leute kenne, die mal schauen könntet, braucht man Zulassung. Oder wenn ihr selber Lust habt. Okay, jetzt aber. Back to Seite, wir schnappen und blau auf den Tisch. Das war's mit dem Kommentar.